Danke, Norbert. Danke. Musical Collection. Für 99 Mark gibt es jetzt drei Hollywood-Musicals der Spitzenklasse zu kaufen. Die West Side Story, Romeo und Julia unter Straßengangs, die haarige Hippe-Geschichte Hair und New York, New York, eine Hymne auf die Stadt und den Jazz. Hieraus ein kurzer Ausschnitt. Machen Sie auf Chevalier, Maurice Chevalier. Die Jungs kommen aus Frankreich zurück, die mögen die Art. Chevalier? Chevalier, Chevalier. Ja. Wenn ich das spiele, bringen mich die Leute um. Wir haben nicht 1917. Sie sehen mir doch etwas fortschrittlicher aus. Dann arbeite ich lieber auf dem Postamt. Also wenn das so ist, dann vergessen wir das Ganze. Ja, vergessen wir es, das sage ich ja. Ich doch, das habe ich gesagt. Nein, ich habe das gesagt. Ich sagte vergessen. Flash, der Blitz, das ist das personifizierte Überschalltempo. Wie Batman und Superman ist er ein amerikanischer Comic-Klassiker. Und seine Heldentaten sind jetzt als Videopremiere zu sehen. Flash heißt eigentlich Barry Allen und ist Polizeichemiker. Aber durch seinen Laborunfall kommt er zu seiner sensationellen Beschleunigung und Endgeschwindigkeit. Vom täppischen Wissenschaftler wird er zum rasenden Verbrechenskämpfer, der es mit einer üblen Motorradgang zu tun hat. Herzschlag beschleunigt stark. Das Muskelgewebe erweitert sich. Sie haben eine Geschwindigkeit von 300 Stundenkilometer. 500. 650 Stundenkilometer. Bevor die Geräte explodiert sind. Ich dachte, ihr wärt längst oben. Was habt ihr noch auf der Straße zu tun? Central City erzittert. Die Menschen leben in Angst und Schrecken. Ich zwinge Sie zuzusehen, wie ich Ihre heldischen Bullen eine nach dem anderen vernichten werde. Julio, vergleich das mit der Probe aus dem Waffengeschäft, das Sie letzten Dienstag überfallen. Ich brauche eine Tarnung. Eine Kappe, durch die mein Gesicht vollkommen verdeckt wird. Siehst du das Zeichen, das Sie auf dem Rücken tragen? Ich habe halt mein eigenes. Hooper, Regisseur von Horrorklassikern wie Poltergeist, beweist erneut seine Vorliebe für drastische Effekte. Sein neuer Film Feiersyndrom ist ein Fest für Pyromanen. Schreckliche Angst! 13, wird alles gut, 12, wird alles gut. 11, Baby, 10, ich hab's für uns getan. 9, 8, ich liebe 7, dich. Ich liebe 6, dich auch. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Komm schon, was ist? Verdammt nochmal. Überprüfen Sie die Schaltkreise und den Zündmechanismus. Und so möchte ich mein Glas erheben und anstoßen auf Brian
Und Peggy. Auf die ersten Menschen, die eine Atomexplosion überlebt haben. Kann ich bitte Dr. Person sprechen? Es ist ein Notfall. Nein, nein, ich kann nicht warten. Ich bin Mitglied seines Fanclubs und muss ihn sofort sprechen. Ist das klar? Ich muss ihn sofort sprechen. Hier ist Dr. Persons. Was kann ich für Sie tun? Hallo. Ja, hallo. Ich sprich mit ihm. Ich muss gleich den nächsten anrufen. Aber was soll ich ihm denn sagen? Vielleicht kann er dir helfen. Starke Spannung. Hallo, sind Sie da? Es ist so. Irgendwas passiert mit mir. Ich spüre eine Gefahr, eine schreckliche. Ich habe meine Eltern nie kennengelernt. Aber ich habe sie gesehen. Ich habe meinen Körper verlassen und sie gesehen. Einen Augenblick. Warten Sie mal. Da ist eine Frau. Ja, eine Frau. Sie singt oh und... Gott. Ich glaube, der Name meiner Mutter war Peggy. Das wusste ich bis heute nicht. Teen Witch ist der verfilmte Traum pubertierender Mauerblümchen. Luise ist ein schüchternes, aber hübsches Mädchen, die kaum einer bemerkt. Aber glücklicherweise an ihrem 16. Geburtstag, da merkt sie plötzlich, dass sie über Hexenkräfte verfügt. Und nun geht aber der Affe los. Der Lehrer fängt das Trippen an, der schöne Brett, der will nur noch sie. Und die verhassten Teenie-Beauties gehen sich gegenseitig an die Kehle. Also jede Menge Hokuspokus, also ein nettes, kleines Teenie-Klamöttchen. In welchen inneren Konflikten befindet sich Hamlet in diesem Akt? Wer weiß es? Ich gebe Ihnen einen Hinweis. Einige von Ihnen haben vielleicht Erfahrungen mit diesen Problemen, als sich Eltern plötzlich scheiden ließen. Es ist die Krise des Erwachsenwerdens. Was Hamlet hier in Frage stellt, ist seine Loyalität. Ist es nicht ein bisschen heiß hier dran? Würde jemand bitte die Lüftung einschalten? Also, was stellt ihr in Frage? Ist es denn sonst niemandem zu heiß hier? Also, ich warte immer noch auf Ihre Antwort. Was stellt Hamlet in Frage? Seine Männlichkeit, ihr Idioten! Was ist heute bloß mit euch los? Seine Männlichkeit! Mr. Weaver! Rolf Zacher, der Macher, ein Kracher, der coolste Moderator, ein Videoimperator. Mein Scherzzeichen ist bitter, von Salzburg bis Salzgitter, das ist für andere bitter. Ich bin der goldene Ritter. He's bad, he's mean, he's the toughest on the screen. He's bad, he's mean, he's the toughest on the screen. Diesen ganzen Blaster, da braucht ihr keinen Laster, der passt auf jedes Pflaster, den gibt's auch ohne Zaster. He's bad, he's mean, he's the toughest on the screen. He's bad, he's mean, he's the toughest on the screen. Von allen Zinnen. Ich bin schon ganz von Sinn. Die Sendung wird verrinnen und einer wird gewinnen. He's bad, he's mean, he's the toughest on the screen. He's bad, he's mean, he's the toughest on the screen. Oh, yeah. Meine Damen und Herren, dieser Panasonic Transportabel mit zwei Kassettenlaufwerken, einem CD-Player und vier Wellenbereichen kann Ihnen gehören, wenn Sie unser Quiz gewinnen. Dieser Henkelmann mit superstarkem Verstärker und zwei Riesenboxen macht jede Straßenecke zu einer Disco. Ich zeige Ihnen jetzt auch ein paar Ausschnitte aus Teen Witch, in dem ich mein Quiz versteckt habe. Gut aufpassen! I'm king, and they know it. When I snap my fingers, everybody says sure, I'm hot. Die haben wieder den ganzen Tag ferngesehen. Ich weiß auf welche Sendung, sie machen ihn schon wieder nach. Ich weiß wirklich nicht, was die Jungs alle an ihm finden.
an Rolf Zacher. Es ist nicht Hokus Pokus? Nein, es ist eine alte Zauberlehre, kommt angeblich aus Haiti. Vergiss es. Es reicht ihm nicht, wenn du nur so aussiehst wie er. Hast du Rolfs neue Brille gesehen? Ich sollte ihm einen Liebesbrief schreiben. Den hat er bitter nötig. Er sieht unmöglich aus. Also noch einmal zum Mitschreiben. Wie heißt der Zauber, bei dem kleine Puppen benutzt werden, um dann Leute zu verhexen? Ein kleiner Tipp. Die karibische Insel Haiti ist berühmt-berüchtigt für diese Form von schwarzer Magie. Ja, also die Lösung wie immer an Sat 1 6500 Meilen schicken. Und da ich gerade bei Zuschriften bin, ich möchte mich einmal bei Ursula und Uwe Schönbach aus Hamburg bedanken, weil die machen immer so schöne Schmuckkarten. Und wie gesagt, bei jedem Quiz spielen sie mit. Weitermachen, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. In der letzten Sendung habe ich sie gebeten, mir Fotos zuzuschicken, auf denen sie als schöne oder Biest zu sehen sind. Jetzt sind aber so viele Zuschriften eingegangen, dass ich Sie um etwas Geduld bitten muss, damit wir den Gewinner ermitteln können. Ja? Also bis zum nächsten Mal bei Auf Wiedersehen im nächsten Jahr. So, alle 14 Tage. Und tschüss und guten Rutsch.